Navi, check. Ausrüstung, check. Auto, check. Sitznachbarin, check, die dürft ihr aber nicht sehen. Dann will ich mal sagen, auf nach Melsungen. Hui! Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. It's not quite there. You could get hooves and say it's just not fair. A simple man living simple dreams. A room that's not quite as it seems. You try your best, but it's not quite there. You could get hooves and say it's just not fair. A simple man living simple dreams. A room that's not quite as it seems. Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's 50 Abo-Special. Wie versprochen, live hier aus Röhrenfurt. Gerade angedeutet, befinden wir uns gerade in Röhrenfurt, in der Wild Ranch, direkt an Röhrenfurt drinne. Und heute wollen wir euch mal erklären, warum dieser Kanal eigentlich Small Feather Game heißt. Und das liegt nämlich ganz klar an zwei wunderschönen Tieren, die wir hier in Röhrenfurt jetzt mal ein bisschen begaffen werden. Wie ihr gerade mit diesem kleinen Video sehen konntet, ist natürlich eine Schneeeule eine verdammt wunderschöner Vogel. Auch mit, ich stelle mich mal ein bisschen weiter hier, auch mit vergleichbar kaum mit anderen Eulenarten. Jede Eulenart hat natürlich seine eigene, man sieht mich ja sowas von kaum, eigene Eigenschaften. Beginnen wir einfach mal beim Anfang von einem Vogel. Ihr kennt natürlich die Schneeeulen aus der Legende der Wächter und hast nicht gesehen, die leider nicht wirklich in warmen Gebieten wohnen, sondern eher in Gebieten wie die Tundra. In solchen Gebieten natürlich eisig kalt, wie man es natürlich sich denken kann. Die Tarnung an sich, also dieses weiße Gefieder, glaubt man deswegen, dass sie halt eine bessere Tarnung haben, wurde aber bis jetzt noch nicht wirklich bewiesen in der Art und Weise. Beginnen wir aber mal mit dem Anbeginn eines Vögelchens.
Ungefähr 16 bis 18 Wochen braucht es, bis eine Schneeeule einigermaßen flugfähig ist und trainiert dann mit den Eltern auf Bäumen, wird ein bisschen schwierig, die Nestlinge halt. Nachdem sie dann halt von den Eltern gelernt haben, was sie fressen dürfen, was sie nicht fressen sollten, was sie ablecken dürfen, was nicht und wie man vernünftig fliegt, machen sie sich auch schon davon und versuchen ihr eigenes Leben zu führen. Das meistens aber eher alleine. Schneeäulen sind Einzelgänger und leben halt lieber unter sich und treffen sich nur während der Paarungszeit. In der Paarungszeit kümmert sich meistens das Weibchen um das Brüten und das Männchen füttert es immer. Wie bei den meisten anderen Vogelarten auch. Die Eigenschaften, was eine Schneeeule ausmacht, sind diese stark befiederten Beinchen, die halt dazu dienen sollen, damit die Schneeeulen nicht im Schnee versinken, wenn es stark am Schneien war, weil sie sich auch meistens nicht auf Bäumen, sondern auf großen Hügeln platzieren und von da aus die Umgebung absondern. Sprich, sie schauen nach Beute aus oder nach anderen Feinden. Zwar haben die kein so gutes Gehör wie die meisten anderen Eulen, wie zum Beispiel die Schleiereulen. Die Schleiereulen haben halt daher ein gutes Gehör, weil sie ein herzförmiges Gesicht haben. Dieses herzförmige Gesicht verursacht Schallwellen und diese unterschiedlich angesetzten Ohren können dazu gedient werden und dazu benutzt werden, damit die Eulen besser diese Beute erkennen können. Wie gesagt, besitzen Schneeeulen nicht. Und nach 2 bis 3 Jahren versuchen diese Tiere natürlich ein eigenes Leben aufzubauen und suchen sich eine Gefährtin oder einen Gefährten. Wieder gesagt, nur für die Paarungszeit und für die Aufzucht der Jungvögel. Meistens jagen sie nur während der Dämmerungszeit, sprich, die sind nicht tag- und auch nicht nachtaktiv. Nachts sind sie eigentlich eher am Schlafen und tagsüber sonnen sie sich auf diesen schneebedeckten Hügeln. Die Größe könnte ungefähr bei 60 bis 65 cm sein. Weibchen können auch nur bis zu 60 cm groß werden. Männchen, wie gesagt, bis zu 65 cm. Die Flügelspannweite kann knapp bis zu 1 Meter betragen. So, und das als kleine Nebeninformation, die ich mal preisgeben wollte, was so Schneeeulen an sich eigentlich für Tiere sind und warum ich sie eigentlich unglaublich liebe, ist einfach nur, weil sie wunderschön sind. Wenn man in deren krassen Augen einfach reinguckt, weiß man, dass man eigentlich vollkommen unwürdig ist und dass eine übelste Intelligenz in diesen Tieren steckt. Ihr müsst wissen, mir ist arschkalt, deswegen halte ich meine Hände ein bisschen unter Deckung. Wir haben irgendwas mit minus 4 Grad, ich habe keine Ahnung, mein Kini ist aufgeschlagen, meine Hose ist voller Blut, das ist total untoll. Tja, was meint ihr? Es hat auch einen super Grund, ne? Deswegen sieht man auch auf meinem Emblem auch eine Schneeeule, einfach nur aus dem einfachen Grund, weil Schneeeulen wunderschöne Tiere sind, Eulen generell. Und deswegen heißt der Kanal eigentlich auch Small Feather Game. Ein einfacher Grund. Ne? Chicos und Chicas da draußen, da ihr jetzt herausgefunden habt, warum dieser Kanal eigentlich Small Feather Game heißt, ist eigentlich ganz klar,
habe ich natürlich jetzt noch ein Gewinnspiel. Da ich ein riesengroßer Fan von Die Legende der Wächter von Catherine Lasky, so hieß die Dame, bin, habe ich natürlich gedacht, kann man auch ein kleines Gewinnspiel rauslassen. Und zwar gibt es einmal zu gewinnen Die Legende der Wächter als Xbox 360 Spiel. Schon mal benutzt, ich weiß, ist kein Problem, würde ich mal sagen. Leider kann ich nicht mehr machen, ich würde gerne ein bisschen mehr, aber leider fehlen mir die Mittel dafür. Was ihr dafür machen müsst, um dieses wunderschöne Spiel hier zu gewinnen, ist ganz einfach. Erklärt mir, warum ihr einer bestimmten Brigade der Legende der Wächter beitreten würdet. Also welcher Brigade würdet ihr gerne dem großen Baum beitreten? Ob es jetzt Glutseimer ist, ob es jetzt die Rettungsbrigade ist oder ob es jetzt einfach nur die Gahologie ist. Erklärt mir, warum ihr da mitmachen würdet und die kreativste und lustigste Antwort, die gewinnt. Leider muss ich Freunde und Bekannte aus diesem Gewinnspiel ausschließen. Tut mir leid deswegen. Ansonsten wünsche ich viel Spaß. Und die Auflösung die Auflösung des Gewinnspiels werde ich dann machen, wenn ich eine bestimmte Anzahl an Antworten unter diesem Video finde. Beantwortet mir die Frage unter diesem Video, nicht als persönliche Nachricht, nicht auf Facebook, nicht auf Twitter, sondern einfach nur unter diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die 50 Abonnenten. Und ich hoffe auch weiterhin, dass wir gemeinsam viel Spaß zusammen haben werden. Ansonsten, wenn ihr Ideen, Vorschläge oder Wünsche habt, schreibt es mir in die Kommentare oder als persönliche Nachricht in die, als persönliche Nachricht. Ganz herzlich möchte ich mich natürlich noch bei Kasim LP bedanken, der hinter der Kamera ganz blöd lächelt, dass er mir das ermöglicht hat, hier an diesem wunderschönen Ort was aufzunehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall mal hierher zu kommen. Wie gesagt, Röhrenfurt, das ist die Waldrange, befindet sich auf der Eichwiesen 2. Man kann hier wesentlich mehr machen, als nur ein paar Tiere bewundern. Man kann auch hier schön mal mit der Kutsche rumlaufen. Man kann hier auch mal in einem Tipi hausen. Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ansonsten, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, in welcher Brigade ihr aufgenommen werden wollt und warum. Dann gibt's dieses Spiel hier zu gewinnen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüss!